Lieber Oliver, wir haben in Nordrhein-Westfalen eine neue Landesregierung, Rot-Grün. Welche Schwerpunkte in der Energiepolitik sind vorgesehen? Ja, die neue Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will vor allen Dingen die Kraft-Wärme-Kopplung voranbringen, denn Nordrhein-Westfalen ist eigentlich prädestiniert für dieses Thema, denn wir haben eine hohe Bevölkerungsdichte und eine hohe Industriedichte in Nordrhein-Westfalen, vor allen Dingen im Ruhrgebiet an der Rhein-Ruhr-Schiene, aber auch in vielen anderen Städten und Gemeinden. Und das sind eigentlich hervorragende Voraussetzungen für die Kraft-Wärme-Kopplung. Man muss aber heute leider feststellen, dass bis jetzt Nordrhein-Westfalen im Bundesvergleich sogar nur unterdurchschnittlich ist. Und da möchte sich die Landesregierung engagieren, auch verbesserte Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung machen. Das finde ich den richtigen, spezifischen NRW-Weg neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird natürlich auch unterstützt, keine Frage, das ist ein wichtiges Thema. Aber gerade die Kraft-Wärme-Kopplung bietet sich für Nordrhein-Westfalen an. Und ich hoffe, dass wir hier in den nächsten Jahren mit der Landesregierung ein gutes Stück vorankommen.